Tja, so machen wir doch gleich einen guten Eindruck. Miss Jackson, Mr. Meegan hat jetzt Zeit. Oh, okay, danke. Ah, Miss Jackson. Kommen Sie rein. Mr. Meegan, es ist eine große Ehre. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Das Vergnügen ist ganz meinerseits. Bitte setzen Sie sich. Dieses Büro ist der absolute Wahnsinn. Ja, total. Hey, hey, bringen Sie manchmal Chicks mit hierher? Was denken Sie? Ich denke, ich will in einem Bett aus Ihrer Stimme schlafen. Ich werde direkt zur Sache kommen. Ich möchte Ihnen nicht so viel Zeit rauben. Ted, ich habe mir Ihre Akte angesehen. Und ich stehe Ihrer Sache durchaus wohlwollend gegenüber, doch es tut mir leid. Ich werde Ihren Fall nicht übernehmen. Was? Wieso? Wieso nicht? Es läuft auf Folgendes hinaus. Sie wollen vor dem Gesetz als Mensch anerkannt werden. Das ist schwer vermittelbar, selbst für mich. Wissen Sie, das Wichtigste am Menschsein ist, einen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten. Etwas zur Verbesserung der Menschheit beizusteuern. Sie haben nichts dergleichen getan. Ich kenne Ihr Leben. Die Drogen, die Partys, die Prostituierten, die Festnahmen. Mr. Meegan, wir haben einen weiten Weg auf uns genommen, weil Sie sagten, Sie könnten uns helfen. Ich sagte, ich würde es mir überlegen. Und das habe ich getan. Ted, Sie sind etwas Besonderes. Sie hätten der Welt als Inspiration dienen können, ein Anführer sein, ein Vorbild. Stattdessen sind Sie Justin Bieber. Fick dich doch! Hey, Ted, komm, verzeihen Sie mir, es tut mir leid. Es gibt keinerlei Hinweis darauf, dass Sie einen positiven Effekt auf Ihre Umwelt hätten. Das stimmt nicht, er hatte einen positiven Effekt auf mich. War dieser positive Effekt Ihre gemeinsame Festnahme wegen des Kaufs von Marihuana 2003? Na, wie stimmen Sie sich denn auf ein Foo Fighters-Konzert ein? Wissen Sie, warum Sie den Fall verloren haben? Man darf hier nicht an die Vernunft appellieren. Dieser Präzedenzfall hat Auswirkungen auf die breite Masse. Und die breite Masse verlässt sich bei ihrem Urteil leider nicht auf die Vernunft, sondern auf ihre Gefühle. Und ein emotionales Urteil kann man nicht anfechten. Trotzdem wünsche ich Ihnen für die Zukunft alles Gute. Er braucht Hilfe. Und nach allem, was ich über Sie weiß, hätte das früher einmal ausgereicht. Es ist schade, dass Sie nicht der sind, den ich mir erhofft hatte. Darf man bei den Bonbons einfach so zugreifen? Die sollten gar nicht auf dem Tisch stehen.